Herzlich willkommen zu Ramsis Garten. Ich grüße euch. Bevor es zum eigentlichen Gartenrundgang geht, ein kleines Zwischenvideo würde ich mal sagen. Ich habe wieder hier meinen Kompost, der weggebracht werden muss. Und ich habe noch eine Kleinigkeit zu erzählen. Ja, mich haben unter dem letzten Video ein paar Kommentare erreicht. Da muss ich nur lächeln und glücklich sein darüber, dass ich die Videos mache. Da hat ein bestimmter User, wer es ist, weiß ich nicht. Ich kann mal denken, wer es war, aber drunter geschrieben, dass ich mir ein neues Hobby suchen sollte und lieber die Lebensmittel im Supermarkt kaufen sollte. Und das Gärtnern doch den Profis unter euch lassen soll. Und dass das Gemüse für so einen tollen Gärtner wie mich hier im Lebensmittelhandel geben würde. Und ich soll lieber Lego spielen gehen. Also meine Antwort dazu ist einfach, erstens, Lego ist langweilig. Ja. Und drittens brauche ich mir keine anderen Hobbys suchen, weil ich bin eigentlich mit meinen Hobbys ganz glücklich, die ich habe. Kurzerhand werden solche Kommentare von mir sofort gelöscht und die User werden gesperrt. Da können noch so viele Hasskommentare kommen, es ist mir relativ egal. Ich mache die Videos ja nicht, um euch zu sagen, was ihr zu tun und lassen habt, sondern um euch zu zeigen, wie ich meinen Garten mache. So, jetzt werde ich aber erstmal hier meinen Kompost auskippen. Ja. So, aber nun zum anderen Thema. Es hat sich Regen angekündigt. Ich muss den Garten so weit herrichten, dass das Regen auch aufgesammelt werden kann. Nicht dass das Regen, sondern der Regen. Ja, das mit dem Deutsch ist bei mir noch nicht so angekommen. Ja, meine provisorische Wasserleitung, seht ihr hier, habe ich schon gelegt. Aber so viel kommt dann im Gartenrundgang, wo ich euch dann zeige, was bisher alles so passiert ist. Ich mache jetzt den Eimer sauber, muss hier noch ein kurzes Stück mähen. Ich nehme euch kurz mit und dann geht es auch schon weiter mit dem Gartenrundgang. Der Rasen ist fertig gemäht. Jetzt habe ich noch zwei, drei kleine Aufgaben. Ich nehme euch mit. Jetzt fahren wir die Steine noch weg. Was passiert? Thank you.
Ich habe ein bisschen Grasschnitt zum Mulchen bekommen von meinem Nachbarn. Vielen Dank nochmal. Von meinem Gartennachbar da oben. Vielen Dank nochmal. Und es ist leider ein bisschen viel. Und das muss ich jetzt leider in den Kompost machen. Ich kann es nicht gebrauchen. Und ich wollte es erst mit der Gabel aufsammeln. Aber warum muss man sich die Mühe machen, wenn man Rasenmäher mit Fangkorb hat? Von daher machen wir es mit dem Rasenmäher. Hier ist er. Ich stelle euch jetzt mal kurz hin. Ich hoffe, ihr seht auch was. So. Hier ist der Fangkorb. Nächste Rasenmäher nehme ich euch auch mal mit. Ich habe jetzt gerade mal die Halterung angeschraubt. So, Halterung angeschraubt und los geht's. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil es sollen noch richtige Gewitter kommen. Und das will ich wenigstens noch fertig haben. Ist mir leider eben gerade zu Hause eingefallen, dass ich das noch machen wollte. So, jetzt lasse ich ihn mal kurz laufen. Dann nehme ich wieder hier mit. Aber nochmal auf den einen Kommentar zurückzukommen. Wenn ihr meint, ich habe keine Ahnung vom Mulchen, dann lasst lieber die Leute, die Ahnung davon haben, inklusive mir, einfach zusammen meine Videos anschauen. So, das stelle ich euch hier mal hin. Mal drüber fahren und schon ist es voll. Auch nicht schlecht.
Alter Vater, was ein Haufen Zeug. Die volle Power Gras, würde ich mal sagen. Hallo. Seht, das Ding ist schon wieder gerammelte voll. Ich hoffe, dass das einigermaßen sich noch setzt. Schnell gießen, dann die Rasenmäher schnell rein. Nee, erst die Rasenmäher rein, dann gießen. So. Der Oldtimer kommt rein. Der ist übrigens auch ein Geheiligter von mir. Das ist auch von meinem besten Freund, sein Opa, sein alter Rasenmäher. Der wird in Ehren getragen, vielmehr geschoben. Seiteauspuff rein. Nee, das ist zum Mulchen hin gedacht. So, jetzt gießen wir noch schnell. Oh, hier riecht es nach Pizza. Nach Gegrillten riecht es. Noch hier seht ihr, aber es zieht sich immer mehr zu. Ich werde jetzt noch schnell meine Pflänzchen hier gießen. Die habt ihr ja übrigens im Gatterundgang schon gesehen. Meine Tomaten machen sich im Freiland überhaupt nicht gut. Auch hier im neuen Beet nicht. Ich glaube, die vertragen die Sonne nicht. So. Die Salate. Wenn die zwei Tomaten hier halt jetzt auch noch kaputt gehen, dann hole ich mir welche aus dem Markt. Dann ist das halt so. Wassermarsch. So. Den Gießschnuddel mache ich mal hier drauf. Kommt die hier drin noch alles schön, bisschen Wasser? Die machen sich besser im Gewächshaus. Warum? Fragt mich nicht. Die Gurken, die wachsen hier drin auch super, echt. Halt, mein Pflanzschild von den Kartoffeln. Was guckt da so komisch? Okay. Ja, hier muss man viel Gehör haben.
So. Die Seitentriebe knipse ich nochmal ab. Hier hängen auch schon Tomaten dran, ne? Deshalb, ich bin mal gespannt, wie sie sich machen. Das Piccolino. Zweimal Piccolino habe ich noch. Salat bekommen noch einen ordentlichen Schuss jetzt. Hier die Pflanzen, das sind übrigens Sonnenblumen, die habe ich noch mal ausgesät. Die stelle ich jetzt mal ins Gewächshaus rein. Da kommt auch noch ein kleiner Schuss Wasser. So, und da muss ich hier aufmachen, damit das Regenwasser da reinlaufen kann. Ganz wichtig, im Garten viele Stellen haben, wo man Wasser sammeln kann. In der Hinsicht bin ich halt, wie gesagt, wie der Rheinländer sagt, ein kleiner Schlunz. Ich lasse gerne mal alles liegen und fallen, aber so ist es nun mal. So, jetzt hat alles Wasser bekommen, was Wasser braucht. Das Fass ist auf. Da hinten das Fass habe ich die letzte Woche schon umgesteckt. Und ja, jetzt kann es endlich anfangen zu regnen. Die Kartoffeln kommen auch schon langsam. Aber mehr will ich euch gar nicht verraten. Jetzt erstmal viel Spaß beim Gartenrundgang im Juni 2020. Und alle an meine Hater oder die mich nicht leiden können, ich mach's trotzdem weiter. Ciao. Ein herzlich willkommen zum Gartenrundgang hier im Juni 2020. Es ist jetzt der 7.6. und jetzt nehme ich euch mal mit. Hier seht ihr meine Walderdbeeren, die ich von dem anderen Stück vorne weggenommen habe und vermehrt habe. Sie sind wunderbar angewachsen. Daneben der Eichblattsalat. Dann kommen die Begonien. Hab das bisschen gemischt mit dem Eichblattsalat, weil ich hatte da Platz. Hier meine kleinen ausgesäten Sonnenblumen. Sind wunderschön gewachsen. Zwischendrin wird ein bisschen Eichblattsalat. Ist ein bisschen viel Salat, aber gut. Ist halt so. Hier seht ihr meine ausgesäte Blumenwiese, die ein bisschen die Bienen anlocken soll. Ist auch wunderbar gewachsen jetzt durch den Regen der letzten Tage. Hier habe ich Wirsching hingesetzt. Da habt ihr ja das Aussaatvideo gesehen. Und das ist der hier noch mal ein paar Blümchen. Und hier weitere Pflanzen Wirsching. Der eine da unten in der Ecke ist ein bisschen klein, das zeige ich euch aber auch gleich warum. Kommt nämlich durch die Kürbispflanze, die sich wunderbar gemacht hat, muss ich sagen. Bin echt erstaunt. Und hier noch mein Johannisbeersträuchchen, was ich vermehrt habe. Hier sind wir jetzt angekommen in meinem neuen Salatbeet. Vorne ist Schnittlauch, der ist ganz gut gekommen mit der Zwiebel. Hier sind die ganzen Salate, die ich ausgesetzt habe, sind eigentlich auch ganz schön angewachsen. Diese Salate muss ich jetzt bald mal ernten.
Und da ist noch ein Wirsing und Eichblattsalat. Hier kann man ganz gut Petersilie sehen, die ich ausgesät habe, die auch gut gekommen ist. Das Einzige, was ich halt mal machen müsste, ist echt mal Unkraut tupfen, weil es sprießt wieder ganz schön. Nun kommen wir zu meinen Büschchen. Hier seht ihr die Johannisbeeren, die roten. Der hängt immer wunderbar voll, der hat sich echt toll gemacht. Bei dem bin ich immer ganz stolz. Reicht vielleicht sogar diesmal für einen Kuchen. Der Kleine ist immer ein bisschen kribbelig, ich weiß nicht warum. Der kriegt immer Dünger, hat zwar auch ein paar dran, aber ist nie so gut wie der andere. So, nun sind wir im neuen Gewächshaus angekommen, was ich angebaut habe. Hier seht ihr meine Gurken, meine drei Salatpflanzen. Die Tomate, die ich selber vorgezogen habe, die auch nicht so gesund aussieht. Hier seht ihr es mal an den Blättern. Ich weiß nicht, an was es hängt. Ich weiß es wirklich nicht. Weil das ist noch eine gekaufte, die habe ich gekauft, weil die andere muss ich rausmachen. Seht ihr in einem weiteren Film. Weil die sah echt nicht gut aus. Also die hat es echt nicht gemacht. Da hängt auch eine Tomate dran. Die habe ich jetzt einmal rumgeschlagen, dass die wieder schön hochwachsen kann. Hier könnt ihr sehen, da ist eine kleine Tomate dran. Weiter geht's im Gewächshaus. Das sind alles meine vorgezogenen Tomaten. Die sehen gesünder aus. Hier könnt ihr sehen, hängen ein paar dran. Hat sich gut gemacht, eigentlich. Ne? Die genauso gut. Hier habe ich jetzt erstmal die Tomate ausgegeizt. Barf, erstmal schön gehe ich das Ding gekloppt. Dass die Kraft von der Tomate schön in die Früchten geht. Ausgeizen ist halt wichtig, das müsst ihr machen. Die Seitentriebe müssen weg. Hier seht ihr meine Gurke, auch selber vorgezogen. Da habe ich jetzt, glaube ich, die Gurke ein bisschen verletzt. Ich wollte sie eigentlich nur umschlagen. Ich hoffe, sie überlebt. Und hier die zweite Gurke. Leider weiß ich nicht mehr, ob das jetzt die Mini-Snack-Gurken waren oder die normalen Salatgurken. Das werden wir bei der Ernte merken. Jetzt sind wir schon bei den Kartoffeln angelangt. Die haben eigentlich alles gut überlebt. Auch den Schock mit Mulch. Die hatte ich zwischenzeitlich schon mal ein bisschen angehäufelt. Ne? Meine Kartoffelsorten, wisst ihr ja, habt ihr ja im Anbauvideo gesehen. Hier der Versuch von den Edeka-Kartoffeln machen sich ganz gut eigentlich. Bin mal gespannt, wie es wird. Jetzt sind wir bei den Kohlrabis angekommen. Ich lasse es jetzt extra dran, weil ich kann mich nicht so gut bücken. Da seht ihr, es wird Zeit, dass sie geerntet werden. Da sind kleine Aufgeplatzte dabei gewesen. Und morgen gibt es schon mal eine Kohlrabi-Cremesuppe. Jetzt sind wir an der Erbse angekommen. Habe ich wieder den Fehler gemacht, ein bisschen zu nah an die Kohlrabis. Ne, zum Ernten wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber bis die Erbsen geerntet werden, sind die Kohlrabis schon draußen. Ne, es sind halt auch noch keine Blüten an der Erbsen dran. Muss ich mich wirklich wundern, dass das so ist.
Und auf der anderen Seite, wo ich jetzt die Bio-Erbsen auch wieder von Kietenkerl ausgesät habe, ist es auch wieder ein Trauerspiel gewesen. Ja, also echt traurig eigentlich. Es ist kaum was aufgelaufen. Ein paar vereinzelte Pflanzen waren da. Aber jetzt nicht so die Menge. Hier habe ich auch nochmal dann von Dürr diese blauen Erbsen nachgesät, weil ich wollte halt einfach da noch ein paar hinhaben. Aber das ist der Wahnsinn, was die Erbsen sich hier hochgewuchert haben. Wie groß die geworden sind, echter Wahnsinn. Freut mich richtig. Jetzt sind wir an meine Buschbohnen angekommen, die ich ausgelegt habe. Naja, auch eher ein Trauerspiel wegen den Schnecken. Hier sieht man mal eine Pflanze. Ich glaube, drei Pflanzen sind aufgegangen, richtig. Die anderen sind leider von den Schnecken attackiert worden. Hier sieht man es richtig gut. Die nächste Pflanze ist abgebissen. Die nächste Pflanze ist auch abgebissen. Die nächste auch. Und so geht das Spielchen weiter. Jetzt habe ich nochmal neue Schneckekorn ausgebracht. Naja, schauen wir mal. Da ist noch eine Pflanze, die hat es einigermaßen geschafft. Die auch nicht, auch abgebissen. Aber so ist das. Hier ist eine Karotte übrig geblieben, wo ich ausgesät habe. Die werde ich jetzt im Boden behalten, dass ich wenigstens eine habe. Und hier ist noch ein bisschen Salat. Von Salat kann ich nie genug haben. Also da habe ich immer reichlich im Gatte eigentlich. Das ist alles Salat Attraktie, der Kopfsalat. Hier sind wir jetzt bei den Zwiebeln angekommen. Die haben sich wunderbar gemacht, muss ich mich echt staunen, wie groß die geworden sind. Wahnsinn, was da an Zwiebelkraut dran hängt. Das ist übrigens der Salat Attraktie, der sich beim Aussehen gar nicht so schön gemacht hat. Sind jetzt wunderschöne Köpfe geworden. Staune ich auch ganz schön drüber. Man wird doch immer wieder überrascht. Hier seht ihr nochmal die Zwiebelchen. Und jetzt sind wir auch schon beim Zuckermais angekommen. Ja, auch nochmal Salat. Überall Salat dazwischen gepflanzt. Und hier ist jetzt der Zuckermais. Sind auch ziemlich alle Körner aufgegangen, die ich ausgesät habe. Freut mich richtig zu sehen. Schöne kleine Maispflänzchen sind das. Ich tue mich übrigens bei der Aussaat vom Mais an die Landwirtschaft orientieren, weil wenn die anfangen Mais zu legen, werde ich meinen Mais meistens ein, zwei Wochen später rausmachen. Den habe ich jetzt glaube ich sogar drei Wochen später rausgesät. Und von daher hole ich das noch auf. Jetzt sind wir bei den Erdbeeren. Die werden jetzt langsam rot. Bin mal gespannt, wie sie sich nächstes Jahr machen. Dieses Jahr sollen sie noch nicht so gut tragen, aber nächstes Jahr. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid beim Gatterumgang Juni 2020, der ein bisschen anders da ausgefallen ist wie sonst, aber seht's mir nach. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Gärtner Andi, ciao.